Liebe Schaffhauserinnen und liebe Schaffhauser, machen Sie das. Ja, machen Sie das einfach. Ich sehe keinen Grund dagegen. Und bitte verstehen Sie mich nicht falsch, Ihre Kinder könnten mir ja wirklich gleich sein. Und sind Sie mir auch. Ich muss ja jetzt nicht so tun, als würden mir Ihre Kinder etwas bedeuten. Ich kann ohne Problem durch die Altstadt von Schaffhausen laufen, irgendeinem Kind direkt in die Augen schauen und denken, das ist sicher noch ein cooler Bub. Ja, oder vielleicht ist er ein Double. Wahrscheinlich ist er ein Double. Und dann schaue ich seine Eltern an und denke vielleicht, sind wahrscheinlich auch Dübel. Aber schöne Jacke. Irgend so etwas. Und das meine ich auch gar nicht böse. Ich würde einfach nur sagen, ich bin emotional wirklich nicht involviert. Darum sehe ich das auch ziemlich sachlich. Ich verstehe einfach nicht, warum die Initiative soll ein kontroverses Thema sein. Gratis Tagesschule für alle. Ist das nicht grundsätzlich für alle einfach mal okay und für die mit Kind mega super? Wenn die Initiative durchkommt, dann dürfen sie ihre Kinder zum Beispiel auch über den Mittag an einer professionellen Betreuung übergeben. Richtig. Und wir wissen doch, wie wichtig das ist, dass Kind so früh wie möglich mit anderen Kindern sozialisiert werden. Sie kommen dann etwas zu essen über, dürfen dann ein bisschen anliegen oder ein bisschen spielen, sich hinterherjagen, sich gegenseitig am Füdli beschnuppern und auch besteigen, wenn sie kastriert sind. Okay, Entschuldigung, das sind Hunde. Hunde, nicht Kind, Hunde. Aber das ist doch trotzdem super. Sie müssen ihre Kinder nicht mehr kastrieren. Sie können sie einfach so in die Betreuung geben. Und die Betreuerin oder der Betreuer schauen trotzdem, dass sie sich nicht zu fest besteigen. Da bin ich mir sicher. Und wenn sie ihre Kinder nicht in die Tagesschule gehen, dann machen sie es einfach nicht, weil sie müssen nicht. Und die Kinder müssen auch nicht. Niemand muss. Es ist ja jetzt nicht so, dass irgendjemand ihre Kinder unbedingt will über den Mittag bei sich haben. Also gut, sie vielleicht schon, klar, aber sind wir mal ehrlich. Wirklich jeden Mittag? Also nach ein paar Schuljahren, so mit 9 oder 10, wenn sie nicht mehr ganz so herzig sind, kommt dann nie der Moment von, okay, jetzt 1,5 Stunden mein Kind gesehen, oder doch ein Film. Oder richtige Freunde. Oder einfach mal 1,5 Stunden gar nichts. Gibt es das nie, dass man denkt, jetzt einfach mal 1,5 Stunden gar nichts anstatt mein Kind? Sie müssen jetzt wegen dem ihres Kind nicht gerade in die Tagesschule gehen, aber sie könnten. Wäre ja gratis. Und dann gibt es noch die es wirklich könnten brauchen, weil sie Mühe damit haben, die Arbeit und Kind unter einen Hut zu bringen. Wenn man ihnen gesagt hat, dass heutzutage im Arbeitsmarkt Flexibilität gefordert sei. Flexibilität ist mega wichtig. Ja wunderbar, warum fordern sie denn nicht ein bisschen Flexibilität zurück? Gerade zum Beispiel, wenn es um Schule- und Kinderbetreuung geht. Anstatt das immer gerade automatisch und selber privat zu regeln. Und dann einfach für die Kinderbetreuung die besten Freunde zu verdingen, die Nachbarn zu nötigen oder die Großmutter zu versklaven. Und wenn sie jetzt finden, die Wortwahl sei unpassend, oder zu hart, dann ist ihnen einfach zu wenig bewusst, dass Kinderbetreuung eben auch Arbeit ist, einfach unbezahlte. Und darum, liebe Schaffhauserinnen und Schaffhauser, machen Sie das, machen Sie es einfach. Warum nicht? Gratis Tagesschule für alle. Und wie gesagt, mir können Ihre Kinder ja wirklich egal sein. Und sind sie mir auch. Aber Ihnen ja hoffentlich nicht. Und gut, also ich muss ja sagen, wenn es um mich geht, glaube ich auch, wenn die Initiative angenommen wird und ich in ein paar Jahren durch die Vordergasse laufe und zwei Kinder so aneinander vorbeilaufen, ohne Leine und ohne sich anzubellen, ich glaube, dann hätte ich auch ein bisschen Freude.